Aus diesem Troll wird bestimmt kein Pilot mehr. Willkommen zurück zu Let's Play Hugo. Wir sind hier beim Minispiel Flieger, beim offenbar letzten, bis wir dann bei dem Berg von Hexana angekommen sind. Allerdings habe ich immer noch nicht so hundertprozentig durchgeblickt, was ich da jetzt genau zu tun habe. Ich soll auf jeden Fall diesen Berg finden, wo die sich versteckt. Wie genau ich das machen kann, weiß ich aber immer noch nicht. Also ich habe jetzt halt die blauen Ballons, die mir... Die Karte ändert sich doch, oder? Oder? Ich glaube, die Karte ändert sich doch von Mal zu Mal. Okay. Dann folgen wir jetzt einfach nochmal den blauen Ballons. Ich meine, die Karte gerade war dezent anders. Ja. Hm. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich auf jeden Fall nicht, wo dieses Schloss sein könnte. Ich sage jetzt einfach mal Schloss, zu einer Hexe passt halt ein... Oder ist einfach nur da oben, ganz banal, ganz billig. Ich habe keine Ahnung. Die Ballons werden es mir hoffentlich sagen. So, die roten natürlich meiden, das ist so ein bisschen Dynamitzeugs. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Doch, das ist locker da oben. Hui, ausweichen. Also da geht's rot mit rot weiter, aber geht's auch mit blau weiter, ja. So, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das war doch alles viel einfacher, als ich gedacht habe. Ich will einfach mal nach da fliegen, da sind doch noch blaue Ballons. Hier irgendwo muss doch der Berg sein, oder? Ich meine, gönnt euch das, das ist ein Berg. Aber sowas von eindeutig. Kann ich irgendwo landen? Vielleicht? Please? Ich weiß halt nicht, wann ich es geschafft habe. Wo ich genau hin muss. Ich schätze mal irgendwo zur Spitze, wo die ist. Weiß ich nicht. Wenn die hier schon so... Das ist bestimmt das Ziel hier, wenn ich jetzt wieder durchfliege. Dann würde ich nicht. Sag mir einfach, wo ich genau hin muss. Das kann ich ja schlecht ahnen. Ich bin schon wieder voll auf Umwegen, oder? Oder? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. War ein Ballon gerade? Da waren rote Ballons, ja. Ich muss doch bestimmt hier einfach nur auf die Spitze des Berges oder sowas. Ich weiß es halt nicht. Da ist ein Berg, ja? Und das ist auch definitiv der Berg, wo ich hin muss. Da bin ich mir schon fast sicher, aber... Wie komme ich da hin? Also, wo genau muss ich da... Das ist... Wenn einem einfach nichts gesagt wird. Das ist so traurig so. Ich habe da keine Ahnung. Ich meine, ich wüsste ja nicht mal, dass ich den Berg von der finden müsste, wenn es nicht im Booklet stehen würde. Im Spiel sagen die mir das ja nicht mal. Hugo, startklar für die Piste. Zündung an und hoch die Kiste. Donnerwolken muss ich ausweichen, wenn du nicht vom Blitz getroffen werden willst. Ja, pff. Ui, ich bin ja so gut. Erstmal direkt so ein geiles Dynamitteil eingesammelt. Ich brauchte gerade erstmal ein bisschen Orientierung, so. Einfach wieder nach oben fliegen, oder wie sieht's aus? Machen wir mal, also auf der Karte nach Norden. Einfach mal gucken, ob es da wieder sich irgendwie befindet, so der Berg. Oder ob der jetzt woanders ist. Nee, der sollte immer noch da sein. Wie gesagt, wäre auch merkwürdig, wenn er sich plötzlich, wenn er sich irgendwie woanders hin bewegt hätte, ne? Das wäre ein bisschen untypisch. Das machen Berge nämlich normalerweise nicht so. Groschen fliegen nicht einfach so in irgendwelche Hosen, ne? Also, das wusste schon Mr. Krabs. Hm. Ja, gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Fliegen wir jetzt mal da. Sind wir so irgendwo gleich über dem Berg, genau. Irgendwie so ein goldener Ballon, oder? Geht doch. Trollissimo! Bei Hugo Airlines würdest du Chefpilot! Also einfacher als gedacht. Kommt jetzt noch ein Level oder kommt jetzt einfach nur eine Sequenz? Bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich wieder hier.
Okay, habe ich jetzt ein neues Level oder irgendwas? Oder was passiert jetzt so? Nö. Okay. Well then. Wobei, da oben ist noch so ein... Da oben ist noch ein Level, ne? Seht ihr auch. Das wird das wahrscheinlich sein, aber irgendwie sagt mir das Spiel so, nö, du hast das nicht geschafft. Ich gehe also mal davon aus, ich darf die Floßfahrt nochmal machen und vielleicht auch den Berg. Den Berg, sag ich, den Wald, weiß ich nicht. Aber die Floßfahrt hat er dann vielleicht doch nicht genommen. Oder weil ich das ja, ich bin ja beim Tauchen einmal aus Versehen ganz rausgegangen, so bei der, oder, ne? Also, das ist dann irgendwann mal mit Zertiset. Wir machen einfach nochmal die Floßfahrt und den Wald und dann gucken wir mal. Oder erstmal nur die Floßfahrt, vielleicht klappt das ja. Die Floßfahrt fand ich leider schon ätzend, muss ich sagen. Aber nicht so ätzend wie das Tauchen eigentlich, tatsächlich. Ich fand die Floßfahrt eigentlich netter. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich hab doch... Ich bin doch genau in dem Moment gesprungen, Junge! Fick dich. Fick dich einfach richtig heftig, ne? Du kannst mich ja mal sowas von. So. Ist schon echt ein bisschen witzlos. Na komm schon, Plattform. Ich bin doch... Komm, stirb, Junge. Stirb, stirb, stirb. Ein Kerl zum Kopf nicht aus. Was ist das denn? Meine Güte. Nein! Ja gut, dann muss ich jetzt aber machen. Ja komm, machen wir das jetzt einfach mal. Ich wollte das sowieso nochmal machen. Weil ich das Gefühl habe, der hat das nicht genommen. Oder nicht mehr gespeichert, so. Dann machen wir es halt jetzt direkt nochmal. Tut sich ja im Endeffekt nichts. Oh, das war ja eigentlich auch relativ einfach. Muss man ja eigentlich gar nicht. Es gibt gar nicht so viele Probleme hier. Nur die Floßfahrt, die ist jetzt halt ein bisschen kacke, dass ich die nochmal machen muss. Ja, toll. Wow. Habt auf jeden Fall mal diese Todessequenz gesehen. Das ist aber kein guter Platz für einen Troll. Finde ich schon. Ein baumelnder Troll ist auch nicht so toll. Das lässt uns völlig kalt. Wir trollen weiter durch den Wald. Ist ja einfach richtig mies, wenn da zwei Plattformen miteinander sind. Aber weiß ich ja nicht, dass ich das dazwischen hüpfen muss. Und dass es auch funktioniert. Auch schon wieder so mies. Richtig mies. Wenn dann gleich wieder der obligatorische Gröllkack kommt, der mich tötet, dann wird's wieder knapp. Schon wieder so zwei Plattformen, das ist doch mies. Ich meine, selbst wenn ich so dazwischen lande, müsste ich doch eigentlich voll hochgeschleudert werden. Das ist so sinnlos. Ich mag keine sinnlosen Spiele. Es muss voll trivial sein für mich. Sonst mag mein Gehirn das nicht. Naja. Egal. Die Bäumstämme sind immer noch so... Also diese Äste, die da ausholen, die sind immer noch so... perspektivisch voll das Meisterwerk, ne? Müsste mich eigentlich voll treffen. Beziehungsweise das macht gar keinen Sinn, wie die schwingen. Also... Diese perspektivische Darstellung ist der Hammer. Okay, okay, okay. Kannst du mal bitte mal lachen und deinen Schalter umlegen? Wäre langsam Zeit. Hallo. Hexana, bist du noch da? Hast du mal ein offenes Ohr für mich oder so? Leg doch mal den Schalter um, Mädel. Danke. Ich sag ja, zwei Bilder. Ich meine, der Schalter wird ja nicht mal eingedrückt. Ah, das ist bestimmt so ein Touch-Schalter. So ein Schalter mit Touchscreen. Mhm. Genau. 1998. Genau. Das wird sein. Trotzdem witzig. Oh, das ist mies. Was soll ich denn da machen? Da kann ich nichts machen. Das ist einfach nur so von wegen, ja gut...
Wir schmeißen jetzt ein Hindernis in den Weg. Wenn er schon ein Hindernis ist, ist es egal. Dann musst du halt gucken, wie du darauf klarkommst. Oder halt dann einfach mal dein Leben opfern. Muss halt nur eins haben dann. Darfst am Anfang nicht verkackt haben. Das war dämlich. Dämlich ist das. Wirklich. Soll anderen Objekte da entfernen, die sie da hingebaut haben. So. Oder die Felsen nicht so. Sie besser kontrollieren. Das ist mega dämlich. So, einer kommt wahrscheinlich noch, dann sind wir fertig. Schätze ich mal. Vielleicht kommt auch gar keiner mehr. Ja, ich erwarte noch einen eigentlich. Ja, einer kommt noch. Der war auch ziemlich hoch. So, ziemlich knapp. Und noch einer. Das war's aber jetzt bitte. Nein! Fick dich! Fick dich doch! Ich hasse dieses Spiel! Oh Mann! Das ist doch jetzt bitte nicht dein Ernst! Ach, leck mich doch am Arsch! Geh jetzt auf die Floßfahrt, da wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte. Oh Mann. Das ist sowas von lächerlich, echt. Mann, was konnte ich denn jetzt bei dem einen Leben, was ich da verloren habe, dafür, dass das wieder einfach mega ungünstig von den Steinen her getimt war, dass der eine Stein genau dann kommt, wenn ich, also dass ich quasi, wenn ich auf den Stein springen muss, über den Stein springen muss, dass ich dann halt auf dem nächsten Hindernis lande und dann hochgeschleudert werde. So schlecht durchdacht. Das tut so weh. Okay, alles gut. Floß hier, bitte. Mann! Das ist einfach so dumm! Das ist so dumm! Das ist auch dumm. Komm, geh sterben, Junge. Ich meine, was kann ich denn da machen? Das ist doch einfach lächerlich manchmal, echt. Meine Fresse. Ich komme nicht drauf klar. Ich will Floßfahrt, ja, hier. Ich will es eigentlich nicht, aber ich muss ja... Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt dann auch, wenn ich dann die Floßfahrt gemacht habe und vielleicht auch nochmal den Wald. Ich hoffe, das funktioniert dann auch wirklich und dann komme ich wirklich dann in dieses finale Level irgendwie. Nicht, dass der mir dann sagt, ja, du darfst aber eigentlich bei keinem Versuch irgendwie abkratzen, ne? Also, dann schmeiße ich hin, da habe ich keinen Bock drauf. Ist mir tatsächlich zu blöd. Okay, so, warten, warten, jetzt. Super. Alles easy hier. Auch easy. Oh, es war ziemlich knapp, sehe ich gerade. Ich bin gerade so auf der Plattform gelandet. Okay. Alles noch supi hier. Das war supi. Komm, schnell, 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 schnell. Jawohl. So, nächste Plattform bitte auch relativ schnell hier. Danke. Alles super hier, läuft gut. So. Dürfte auch gar nicht mehr lang dauern, bis dann hier jetzt gleich die Hexe wieder einschreitet. Bis sie sich wieder einschaltet. Ist beim nächsten Baumstamm wahrscheinlich. Wenn wir ihn erleben, jawohl. Sehr gut. Komm, Hexe. Nein! Na, was ist das? Ich hätte auch einfach warten können, nach links springen können, aber das wollte ich ja nicht. Aber immerhin lande ich schon im zweiten Speicherpunkt. Das ist schon. Das ist nett. Das ist tatsächlich nett. Muss man ja sagen. Weniger nett ist jetzt hier diese Passage halt. Müssen wir jetzt wirklich verdammt gut aufpassen. Ja, alles super. Wir nehmen den nächsten rechten Baumstamm. Das war gerade so gut gegangen. Komm, bitte. Schnell. Jawohl. Oh, ich glaube, rechts haben die Baumstämme. Doch, okay, gut. Sehr gut. Jawohl, Kapitän. So mag Troll es gern. Troll, top. Wer sagt's denn? Ja, dann hatte ich das beim letzten Mal, glaube ich, echt nicht richtig genommen, was aber ein bisschen dämlich war, weil ich meine, ich hatte noch ein Leben, aber es kann auch... Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es alles rechtmäßig. Haben wir es denn jetzt schon freigeschaltet oder? Nee, irgendwie nicht. Nee, gut. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal den Wald durchmachen. Ja gut, dann rocken wir jetzt mal kurz den Wald durch.
Soeben hat ja gerade es auch so eben wunderbar geklappt, ne? Naja, hoffen wir mal. Endlich Spiel. Komm, Muss wir gerade ein drücken bisschen uns in den schreiben. Wald. So. Okay. Jetzt wird der Wald gerockt hier. Hoffentlich. Hoffentlich wird er jetzt nicht wieder so fies wie beim letzten Mal. Ich meine, okay, das erste Mal. Das hätte man schon irgendwie. Na, das hätte man wissen können. Dass man so zwischen den beiden Plattformen landen musste. Aber der zweite Tod beim letzten Mal einfach nur. Nee, der war nicht fair. Den unterschreibe ich nicht. Ist einfach nur unfair. Wie eine schlechte Schiedsrichterleistung. Okay. Alles super hier. Muss ich da dazwischen landen? Wuhu, wuhu. Zack. Zack. Ja, läuft noch alles. Immer so knapp, ey. Wir haben schon 2000 Punkte. Wuhu. Ich glaube, so Höchstpunktzahl momentan so. Glaube ich, jeden Sack bisher mitgenommen. Oh Gott, das war knapp. Wäre fast in der Falle da gelandet. Okay. Alles nice hier. Ich finde es auch krass, wie sich der Wald immer wiederholt. Als ob einer mit System immer genau an der gleichen Stelle einen Baum gepflanzt hätte. Der immer genau zur gleichen, der immer genau die gleiche Höhe hat. Beziehungsweise halt immer genau das zur gleichen Zeit eingepflanzt wurde. Das ist wahres Meisterwerk. Dazwischen immer so verkrüppelte Dinger. Oh, da war noch ein Sack. Nein, ja. War sicherer so. So langsam, aber sicher so. In 10 Sekunden dürfte sich auch mal wieder die Hexe einschalten hier. Reicht langsam hier mit. Langweiliger Kacke hier. Ich will Action! Ich kriege ja keine Action. Komm. Ich will die Fingeranimation sehen. Ah, sehr gut. Das linke Symbol sieht ein bisschen aus wie dieses Mülleimer-Symbol. Naja. Okay. Vielleicht ist das irgendwie eine extra krasse Foltermethode. Für ihre Gefangenen, dass dann irgendwie ein Mülleimer über dem Kopf ausgeleert wird oder sowas. Wer weiß das schon. Bösewichte neigen zu viel. Was? Das ist doch so lächerlich. Ich wollte sagen, Bösewichte neigen zu einiger Geschmacklosigkeiten. Was soll ich denn da machen? Das ist unfair! Das ist echt nicht schwierig, ne? Aber es ist unfair. Es ist unfair wie sonst was. Mal ohne Witz. Es ist einfach sowas von lächerlich. Ganz ehrlich. Wie habe ich es eigentlich immer geschafft, so 14.000 oder sowas zu kriegen. Oder wird nach jedem Tod irgendwie der Counter zurückgesetzt? Das kann auch nicht sein. Verstehe ich gerade echt nicht so ganz. Wo ich immer das ganze Geld hier hatte, hier, die ganzen Punkte. Na komm schon. Komm näher. Dann ist noch so einer oder sowas. Das war's bitte. Nein, nein, fuck. Fuck! Da war ich zu geldgeil. Och, leck mich doch. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ah! Ich raste dir aus. Ich meine, ja, das war jetzt einfach nur mein Fehler. Aber warum müssen diese zwei Tode vorher so richtig dumm sein? Da kann ich überhaupt nichts für. Jetzt darf ich wieder Ewigkeiten durch die Pampa da laufen, bis dann irgendwann wieder die Hexe sich denkt, oh geil, ich will mal wieder einen Schalter drücken mit meiner Zwei-Finger-Animation. Na, oh, ist das dumm. Und der mit seiner hässlichen Fresse da noch, wo man einfach nur reinschlagen will. Oh, ein richtiger Troll halt, echt. Ich frag mich immer noch, wie der ein Protagonist werden konnte. Es ist ein Antagonist, wie aus dem Leib, auf dem Leib geschnitten oder wie auch immer man das sagt. Fuck, springen, jawohl. Dafür reagiert das Spiel eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
Das setzt es eigentlich ganz gut, ganz schnell um hier, diese Befehle. Das hat jetzt irgendwie nicht so eine Limitation von wegen, ja, hier, guck mal, du bist gerade erst gesprungen, du musst jetzt mal aufkommen und dann kannst du irgendwann weiterspringen. Er nimmt direkt die nächsten Befehle an, das ist nice. Das muss ich dem Spieler lassen für seine Zeit. Das ist nicht so selbstverständlich. Und auch diese komische grüne Hose. Irgendwie nur nach irgendeinem Gemüse aus. Sieht dann so Kohlrabi oder so. Ja, ich bin doch am Ende dieser scheiß Plattform gelandet. Jetzt fick dich doch. Jetzt will es mir das Spiel aber mal richtig geben, ne? Wo ich so gut wie fast fertig bin. Meine Güte. No, 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 no. Bin gerade ein bisschen gegen das Kabel hier gekommen. Aber Vorsicht, das geht nicht. Aber Vorsicht, ist cool, man. Uhu, das macht so Spaß hier. Vor allem ist er einfach mal genauso schnell im Krabbeln wie im Laufen. Das ist so unglaublich realistisch. Ich meine, es ist gut, weil sonst wäre er noch langsamer, als er eh schon ist. Mit seinen Watschelfüßen da, aber... ja, das ist dann doch ziemlich annoying, wenn man das 50.000 Mal machen muss, weil es einfach nur unfair ist! Ja, ich habe jetzt auch mal das zweite Bild, habe ich euch jetzt mal erspart. Mein Gott, du hast doch da hinten einen Flieger, wieso kannst du nicht einfach rüberfliegen, hä? Er muss ja erstmal zum Flieger laufen. Guck mal auf die Map. Pff, was ist in diesem Spiel schon logisch? Dass man auf die Schnauze kriegt, das ist logisch. Ich hasse Geröll. Ich scheiße es auch definitiv auf die Geldsäcke da. Wenn ich sie kriege, weil ich sowieso über die Steine springen muss, okay. Aber ich werde jetzt nicht einfach so random springen und hoffen, dass da in der Zeit kein Stein kommt. Das mache ich nicht mehr. Es ist wieder ein bisschen zu heiß. Auch da habe ich kurz überlegt, aber ich habe es gelassen. Und war auch gut so, denn ich habe ihn ja sowieso bekommen. Ich hätte sonst mein Leben gelassen. Das Letzte, was ich noch habe. Ich sehe es irgendwie schon kommen, dass es gar nichts bringt und dass das Ding gleich trotzdem nicht freigeschaltet ist, dieses Level da oben. Wenn es überhaupt noch ein Level ist, aber es würde Sinn machen, ne? Wegen Story und so. Und überhaupt, weil das sieht auch so aus, als käme da noch was. Das war's jetzt aber bald, oder? Ich habe keinen Bock mehr hier. Es müsste sein. Du bist der Letzte, komm! Du bist nicht der Letzte. Komm, dann kommt jetzt aber noch einer hier, komm, enttäusch mich nicht. Oder? Oder? Könnte es vielleicht das doch gewesen sein, so jetzt? Ja, komm, 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 komm. Na, einer kommt noch. Zwei kommen noch. Okay. Drei kommen noch. Einiges kommt noch. Noch einer. Noch einer. War es das jetzt mal bald? Leute. Es reicht. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch, ne? Es müsste gleich eigentlich... Ja! Wir haben es geschafft! Der Wald ist erneut erledigt, oh mein Gott. Ja, finde dich toll, ich weiß. So, please, sag mir jetzt, dass ich jetzt irgendwie Hexana besiegen kann oder sowas. Sven heiß. Ich komme da einfach nicht in dieses Level da oben. Was muss ich denn tun? Oder habe ich Berg nicht abgeschlossen? Ich weiß nicht, was ich. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch alles gemacht, oder? Ich verstehe das Spiel nicht. Tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Oder muss ich jetzt nochmal den Berg spielen? Ich spiele jetzt nochmal den Berg. Ich mache das jetzt auch definitiv jetzt noch in dem Part, weil vielleicht kann ich dann doch jetzt irgendwie nichts machen. So, jetzt gibt es irgendwie kein Finale oder sowas, ich weiß es nicht. Oder das gibt's nur in der Arcade-Version, ne? Das kannst du nochmal durchspielen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hätte ich Berg halt wirklich später machen müssen. Ja, ich hab's ja irgendwie geschafft, ne? Aber vielleicht kam ich halt noch nicht hoch genug. Dadurch, dass ich Flieger noch nicht gemacht hat oder sowas, was keinen Sinn macht, weil den Berg... Ich muss da quasi erstmal den Berg finden, um jetzt den Berg machen zu können. Das war jetzt aber gar nicht so. Ich habe erst den Berg gemacht und hab ihn danach erst gefunden. Sehr logisch. Das ist sehr merkwürdig.
Also ich kann es mir deswegen auch so einfach vor. Ich weiß es nicht. Wir machen es jetzt auf jeden Fall nochmal. Weil das führt ja im Endeffekt eigentlich zu dem Ding. Also dieser Höhle da. Von Hexana. Ich will mal Cortana sagen. Weil er so ähnlich klingt. Ne? Weil die Endung halt gleich ist. So komm, Gröll. Danke. He's going eigentlich. Kannst du bitte aufhören, dieses komische Wort zu sagen, was ich nicht verstehe? Ah, sie lacht wieder. Geil. Hat sie wieder einen Stein losgeschickt oder was? Wow. Ist ja böse. Ich konnte aber einfach wieder Ewigkeiten gar nichts mehr. Jetzt wieder Quadrat langsam so vielleicht. Ja. Sehr gut. Nächste Ebene. Oder nicht? Nee, wir sind definitiv fertig. Was irgendwie keinen Sinn ergibt. Oder muss ich dann doch irgendwie weiterlaufen und Quadrat ist eine Illusion? Ich verstehe das ganz ehrlich nicht wirklich. Wie, was, wo, so. Ich habe jetzt alles wirklich gemacht. Ich habe definitiv die Floßfahrt beendet, definitiv den Wald beendet, definitiv Taucher beendet, definitiv Draisine beendet, definitiv Skateboard beendet und definitiv den Berg beendet und Flieger auch. Ich habe das Ding ja gefunden. Ich bin ja davor gelandet. Das ist weird as fuck. Wirklich. Gibt es da jetzt ernsthaft kein Ende? Ich weiß es nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Mehr als komisch. Also ich werde dann jetzt nochmal Flieger spielen. Für den Fall, dass ich das jetzt quasi nochmal den Berg nochmal finden muss. Dass ich dann auch wirklich quasi sagen kann, ja hier, guck mal. Ich habe jetzt den Wald und das Ding da nochmal beendet, die Floßfahrt. Jetzt möchte ich aber wirklich nochmal hinkommen. Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt nochmal und sonst war es das dann halt. Dann, ne? Ich schneide das auf jeden Fall nochmal raus und zeige euch dann so mal gleich das Ende. Ja, Sequenz sparen wir uns. Jetzt lädt er was. Was lädt er denn? Die Map oder vielleicht doch so Level oder sowas? Wie sieht's aus? Er lädt die Map. Und nee, ich habe kein neues Level. Ja gut. Was kann ich denn theoretisch machen? Ich kann auch einfach nur das Menü verlassen und das Spiel beenden. Ja gut. Dann gibt es jetzt hier wohl offenbar nichts mehr für uns zu holen in diesem Modus. Ja, dann war es das wohl. Aber was ist wohl mit diesem Projekt? Wie gesagt, der Arcade-Modus. Vielleicht gucke ich doch mal rein, aber tendenziell eher nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte durchaus Spaß, auch wenn es teilweise ein bisschen komisch und nervig war, aber es ist doch irgendwie schon ein lustiges Spiel. Ich würde mir auch gerne die Credits angucken, aber ich habe Angst, dass ich hier doch noch was machen kann. Ich muss mir es gerade erstmal ergoogeln, tut mir leid. Okay, also die TV-Version ist tatsächlich irgendwie nur so Minispiel-basiert, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob Wald... Also wir haben jetzt hier zum Beispiel im Arcade-Modus, haben wir jetzt Wald und Floßfahrt von Anfang an zur Verfügung. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwelche Unterschiede gibt. Also auch so storytechnisch oder sowas. Also wir müssen hier dann offenbar tatsächlich die anderen Minispiele erst freischalten. Ich habe aber bei der TV-Version im Endeffekt nichts anderes gemacht. Ich hätte so nach der Reihe gespielt, so. Ja, aber da waren halt alle von Anfang an verfügbar und sowas und hier halt nicht. Also theoretisch das, was ich gespielt habe oder spielen wollte, war der Arcade-Modus. Oder? Nee. Okay, es gibt doch einen krassen Unterschied. Gameplay-technisch. Heilige. Okay. Das ist ganz anders. Okay, ich glaube, dann werden wir uns in einer weiteren Aufnahme dann doch mal darum kümmern. Okay, ja. Doch, das machen wir. Das gucken wir uns in der neuen Aufnahme nochmal ganz in Ruhe alles an. Dann war das jetzt nur der TV-Modus, wo wir einfach nur mal alle Minispiele so gespielt haben. Und dann kommt jetzt dann der Arcade-Modus, der wohl deutlich schwieriger sein soll, halt mal hinterher. Okay. Machen wir das auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.